Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine weitere Episode Let's Play Together the Forest. Natürlich wie immer mit dabei der kleine Kodiak. Hola, ¿qué tal? Wir sind wieder auf dem Weg in die nächste Höhle. Wir wollen uns mal ein wenig umsehen, was uns da wohl erwarten kann oder wird. Wir Gut, dann hoffen auf ist. mehr Gegner und wir hoffen auf mehr Equipment. Das ist wie immer nicht ganz korrekt, wenn Flosche den Mund aufmacht. Also wir waren schon in der Höhle drin, wollen da jetzt aber nochmal reingehen, um die quasi vollständig zu erforschen, auch mit der Map nochmal und zu schauen, ob man eventuell irgendwas übersehen hat. Wir haben uns eigentlich Nicht den vorgenommen, dass wir Boden. den Krater mal ein bisschen erforschen, aber da das ein etwas längerfristiges Projekt wird, wäre das dann wahrscheinlich erst ab der nächsten Folge dabei. Da werden wir nochmal so zwei, drei Folgen für investieren und dann mal schauen. Ich muss hier mal eben die Tür zumachen, das ist nämlich rattendunkel hier und ich werde geblendet. Einen Moment, einen Moment. Ja. Wieder professionelles Arbeiten. So, falls du mich gerade angeflamed hast, ich habe nichts gehört, du guckst doch aber nicht mehr auf meinem Kopf. Ja, ich habe nichts gesagt. Gott, Warte das nur auf dachte ich. dich. Geht's hier auch lang? Nein, hier geht's nicht lang. So, jetzt machen wir das Ganze mal. Dreckige scheiß Fledermaus, ich hasse dich. Hab's ja So, jetzt gucken gesagt. wir mal. Hier links ist. Geht's weiter, Mist. Oh, hier sind wieder Uhren und sowas dran. Oh, nice. Dankeschön. Jetzt hier gefunden. Auch Oh, hier kann man sich noch irgendwas ein angucken. Spielzeug oder so. Ah, ich habe auch noch ein Spielzeugteil gefunden. Ja, gut, Und dass wir nochmal da. runtergekommen sind, wa? Ja, auf jeden So, Fall. hier geht's nicht lang. Hier geht's. Ja, Hier warte, ich geht's. muss erstmal hier alles abchecken, ob wir irgendwas übersehen haben. Wie gesagt, wir gehen jetzt systematisch. Geht's hier hinten auch noch lang oder was? Also hier geht's nur zu einem kleinen See. Ich denke mal, das ist der Unterwassereingang. Ja, und hier geht's runter quasi. Also das ist der Haupteingang. Ja. Ja, ich muss da hinten trotzdem mal lang laufen für die Map. Gucken wir das mal kurz an. War das, Ja. aber das war jetzt nicht die Map mit dem, doch, was war die mit dem Klettern, ne? Was sind hier runtergefallen letztes Mal? Gute Frage, nächste Frage. Ich meine, es gibt auch in irgendeiner Cave so eine Art Kletterausrüstung, beziehungsweise so eine, weiß nicht, wie das nennt, Kletteraxt, Kletterhammer, keine Ahnung. Kletterhaken. Nein. So, ich bin runtergesprungen. Also hier ist auf jeden Fall, wenn du jetzt auf die Map guckst, kannst du auf jeden Fall sehen, dass die Höhlen miteinander zusammenhängen. Das ist natürlich sehr interessant. Inwiefern, woran siehst du das? Weil jetzt bei mir quasi eher die neue Map gezeichnet hat und unten ist immer Ach noch so, die alte Map, wo das wir meinst du, gerade. ja, verstanden. Ah, er hat verstanden. Eine Rarität. Sieht mir hier auch schwer nach dem. Ich weiß nicht, ob wir hier lang gehen sollten. Also wir sind hier definitiv noch nicht lang geschwommen. Das ist alles, was Ich glaube, jetzt hier ist auch kommt, ist. Ende. Mal gut, dass das hier nicht dunkel ist. Oh Gott! Hallo! Ja, dann zurück. Hey. So, raus aus dem Wasser. Brrr. Frisch! Das ist frisch, du! Gehen wir hier weiter. Hier geht's lang. Yep. Komm. Hier geht's wieder runter. Tschüss! Ciao. Ich warte in der Hölle auf dich! Damit wird jetzt Mein schon wieder ein bisschen Charakter wird schon, kalt. ja. Und vielleicht müssen wir mal diese Feuer, die ab und zu am Rand stehen, mal entfachen, damit wir uns ein bisschen aufwärmen. Hier Ja, zum Beispiel. so gute Idee. Benzin. Erstmal ein bisschen Kohle rein. Ach, hier hatten wir, glaube ich, die Axt drin gefunden, wenn ich mich nicht irre. Axt und Quatsch, die Kettensäge meinst du, Kettensäge, ne? die Kettensäge, ja. Stimmt, die lag hier auf dem Tisch, meine ich. Richtig. Hier liegt sie auch. Oh, ich kann nicht noch eine tragen, schade. Komisch, noch eine. Wer hat die denn da wieder hingelegt? Der So. Lootkönig ist gnädig. So, hier lang, hier lang. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden werden. Ah, sie sind wieder Wo ist da. ein Gegner? Oh ja, da kommt irgendwas auf uns zugerannt. Warte, ich mach mal die Taschenlampe an. Ach, scheiße, falscher Knopf. Hallo, ihr Schnuckels. Kommst du, Papa, komm. Und hepp. Alter, wie bleibt ausgehalten? Ich glaube, wir müssen ein bisschen hinter dir. Hinter dir.
Ich glaube, wir müssen mit dem Katana ein bisschen aufpassen, bevor wir uns selber hier zerschnetzeln. Gibt's überhaupt Team Damage? Ich glaube, oder nicht? Nein, du bist es nicht aus. Ich sehe schon, du bist kein echter Wissenschaftler. Komm, ich probier's bei dir aus. Bleib mal stehen. Nein. Nein. Bleib stehen. Komm auf deine Gesundheit. Ey, hör auf damit. Ja, wenn, dann geht's sowieso. Warte mal, wir können das tatsächlich mal gucken. Ich check mal kurz meine Rüstung. Ich bin bei 560, schlag mich mal. Ne, 560 immer noch. Hey, 560? Was laberst du? Ich habe 560 Rüstung. Hier sind noch Teile, die wir einsammeln können. Irgendwas zur Geschichte. 160. Irgendwelche Geschwister sind vermisst. Keine Ahnung. Aber egal. Du Assi, ey. Ja, komm. Wen interessiert das, ey? Wie schnell geht eigentlich diese... Jetzt sind wieder irgendwo ein Monster. Und kaputt. Und kaputt. Und. Ah! Oh Gott! Was denn? Was denn? Steht er plötzlich vor mir, ey. Ich hab doch gesagt, der ist irgendwo hier. Du musst einfach mal aufpassen. Ja, irgendwo hier ist eine richtig gute Beschreibung der Örtlichkeit. Mann, ey, du bist echt ein Opfer. Was? Willst du mich? Ich hab doch ja, Sonntags. Junge, ist okay. Chill mal deine Base. Zack, 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 zack. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. So. Okay. Gut. So, hier sind wir jetzt soweit durch. Oder auch nicht. Kommt da noch was? Ja, hier sind noch kaputte Kisten. Alles klar. Geht's hier weiter? Hier sind noch Stöcke. Bisschen Alkohol. Eine große Kiste. Die ist leider schon kaputt. Ja, geht diese Taschenlampe eigentlich? Boah, die geht ganz schön schneller, die Taschenlampe, ne? Ja, glaube ich. Ah, guck, Dynamit. Ich zünd an. Wann geht's los? Tschüss, weg hier. Oh, geile Meile. Nice Sprengung. Hey, sind die hinter uns oder vor uns? Wer? Ich höre dieses... Keine Ahnung. Also hier geht's auf jeden Fall wieder runter. Komm, runter hier. Folge mir. Boah, das ging ja weit runter. Alter, darf... Was für Quatsch. Ist das auch weit runter oder gar nicht springen? Naja, jetzt hier geht's tatsächlich ein bisschen runter. Also springen sollte man hier wahrscheinlich nicht. Ah, hier kann man wieder durch. Ja, gleich nicht hin. Ich glaube, ich passe nicht durch. Zerstörungswahn. So, wieder eine große Höhle. Ich guck mal eben auf die Map. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz neuer Teil, wo wir hier sind. Da unten sind auf jeden Fall ein paar. Moin! Zum Bogen schießen. Warte mal, mach Taschenlampe, mach Taschenlampe. Ja, wieso muss ich immer Taschenlampe? Du hast den Spaß, ey. Ja. Oh, die Arme. Ein Baby down. Noch ein Baby down. Noch ein Baby down. Hallo, wo seid ihr? Hallo? Hallo? Ja gut, wir müssen glaube ich runter. Ich glaube, das müssen wir wie Männer regeln, Flaschi. Ja, ich nehme mal mein Feuerzeug, das ist cooler. Ah, da ist jetzt wieder einer. Und... Und los, Danny! Down! Boah, ich habe erst noch ein bisschen wehgetan beim Runterfallen. Oh, ich auch. Au, au, au. Auf her. So, auf den Schreck esse ich erstmal einen Hasen. Oh, köstlich. Und Mann, eine Coke hinterher. Ich habe auf jeden Fall HP verloren. Aua, ist das so weh getan. Ja. Gut. Ah. Ja, ein bisschen rumgemetzelt hier. War das nicht 5 Babys? Ja, die anderen sind. Was hab ich denn? Hier sind 2 und da liegen 3. Da ist wieder ein Teil von einer. Ach, die Säge. Und hier haben wir, glaube ich, auch schon den Kletterhaken.
Ah, Kletterhaken haben wir auch gefunden. Wo? Oh. Hier an der Wand. Ah. Geht auch noch fett. Das ist echt ein Opfer, Junge. Ja, ich habe auf den Boden geguckt, weil du da rumgerannt bist. So, wo bleibst du? Ach, da kletterst du hoch, okay. Hey, coole Sache, ey. Alles wieder einhändig? Ja, mit Feuerzeug in der Hand. Wie kann ich jetzt loslassen? Ich weiß nicht, wo ich hinkletter. Ich bin da. Muss ich irgendwas drücken zum Loslassen, oder? Ich hab eh gedrückt. Liminalied, oder? Boah, ist das laut, dieses Wasser. Aua. Lässt sich, dass er da wieder mit einer Hand rumklettert. Absolut, das ist definitiv ein Macker. Oh. Was? Mehrere, drei, vier. Einer ist über uns hinweggesprungen. Wow, geile Ausweichrolle. Bringt ihm auch nicht viel. Das ist auch toll. Noch einer? Ja. Tschüss! Oh, der atmet noch. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, den habe ich tot gemacht hier. Puh, das musste mal wieder sein. Okay. Nur nicht dunkel. Okay, let's do it. Oh yeah, alright, meine ich. Oh, Stöcke. Hep. Was ist denn hier? Oh, Schokolade. Nein, ich bin zu Wasser. Lecker Schoki. Oh, krass. So, wo sind wir jetzt eigentlich auf der Map? Ich muss mal kurz gucken. Oh Gott, wo laufen wir ganz hin? Keine Ahnung. Stimmt da unten alles. Dicker, fetter Weitsprung kommt jetzt. Ja. Jump! Bäh! Yep. Oh nein. Mein Sprung habe ich komplett verkackt. Das wundert mich jetzt nicht so wirklich. Die Schwerkraft hat gesiegt. Ach. Die Schwerkraft hat den Dicken wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Hier geht's weiter. Schokolade am Boden. Meine. Boah, gib die her. Hab ich komplett eingesammelt. Jetzt pass auf. Und Es war ja ein Babysprung. Ah, hier kann man wieder klettern. Das ist einfach so lässig. Er ist halt einfach der Macker, ne? Also da kann man nichts anderes zu sagen. Verstehe nur nicht, was diese kleineren Seile da bringen sollen. Keine Ahnung. Ja, irgendwas stampfen, Danny. Echt? Oh ja. Nice. Hörst du es auch? Ja. Also hier hinten geht's wieder nicht lang. Hier geht's nirgendwo lang. Und hier ist der Ausgang wahrscheinlich. Ich gehe hoch. Ah, ist wieder so ein Nashorn-Typ. Ja, ist oben auf jeden Fall der Ausgang der Höhle. Gleich kommt das Vieh hier und ich stehe alleine unten. Gehen wir raus oder gehen wir gleich weiter? Ich gehe raus, ja. Der rennt, glaube ich, auch hier oben lang. Der rennt hier oben rum. Am Ausgang der Höhle. Okay. Also ein kleines Intermezzo. Neue Rüstung. Jo, wir sind an unserer alten Base. Hier sind zwei Motherfucker. War noch ein Stück. Ja, chill. Mal sehen, Trommelwirbel. Und der Dicke ist auch oben. Hol mal. Der checkt das gar nicht, dass ich ihn abschieße. Oh doch, der hat das wohl gecheckt! Alter, ruhige dich. Yo! Flushy down. Headshot! Headshot! Was war das denn? Alter, was ist mit dem verkehrt? Lass ihn mal springen.
Wow! Wow! Geh mal näher ran, er soll mal auch diesen Bauchplatscher auf dich machen. Och, Manu! Ich würde das doch mal aufnehmen für die Zuschauer. Das sah auf jeden Fall echt asozial aus. Hier ist auch irgendwo der komische mit den vielen Beinen, der ist ja auch noch irgendwo lang gelaufen. Ja. Guck mal, die alte Base, da kommen Erinnerungen hoch. Aber keine guten. Hurra! Hier schon wieder die Federn rausgenommen. Ja. Du Lump, ey. Hase, komm her, Hase. Der ist irgendwie abgehauen, Floschi. Also durchs Wasser gelaufen sein kann er ja eigentlich nicht. Waren hier nicht auch immer Schildkröten? Vielleicht können wir es mal jeder. Hier Ja. ist einer bei mir. Anstatt jetzt eben zu warten, bis ich da bin, ne? Jetzt hat sie sich wieder versteckt, oder nicht? Richtig. Ja, Da bist du ein wir Opfer, brauchen noch ihr Junge. zwei. Hier. Hol den Bogen raus. Und den Bogen, ich hau ihn auf den Kopf. Ja gut, dann. Warte. Und. Jetzt ready. Let's go. Hier noch eine. Ja, ich komm. Junge. Fertig? Und go. Erledigt. Aber wo ist jetzt der komische Typ mit seinem langen Bein? Glaube, das ist so eine Mutti. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, Mutti Fadi ist mir ehrlich gesagt egal. Ich will ihn töten. Feder, Ihn, so. es, sie, was immer. Ich habe alle Federn eingesammelt. Du brauchst nichts mehr einsammeln. Nee, ich Sind alle in habe meinem Inventar. die getippt. Der ist anscheinend ist er geflüchtet. Sorry. Ja. Heißt jetzt wieder runter oder was? Was willst du wieder in der Höhle? Höhle ist War die fertig? ausgeplündert. Hier ist noch eine. Ach nee, bitte. Also es kann sein, dass wir eventuell noch mal irgendwo anders. Was das, ey? Redown. Redown. Danke für dein Fell, mein Freund. Und danke für dein Fleisch, mein Freund. Rehfleisch ist mir das liebste Fisch. In den S. Ja gut, also theoretisch. Da kommst du nicht mehr raus. Ist jetzt erstmal wieder zur Base, alles aufstellen wieder. Und dann können wir noch mal ein bisschen Material sammeln oder Alter. so für eine Erweiterung. Was hast du? Ich jag das Reh, was mich hier die ganze Zeit verarscht. Wow, bist du ein Opfer. Bin ich schlecht, ey. Krieg ich aber noch. Hier von sitzen lassen. Komm jetzt her! Alter! Das gibt's doch nicht! Vielleicht keine Pfeile Ich habe mehr. schon mein zweites Reh getötet jetzt gerade. Also nur so just for info. Vielleicht kann ich leider nicht mehr aufschreiben. Mein Gott, jetzt geht er hoch. Habe ich's verloren. Die Spur verloren. Boah, du bist so ein Opfer, Junge. Mann, wo ist es hin? Ohne Ja, ich Witz. streue es heute einfach mal an anderer Stelle des Videos ein. Ich suche nach wie vor einen neuen YouTube-Partner, also einfach Anschriften direkt, wo das Anschriften Floschi das nicht direkt, mitbekommt. genau. Dass Floschi das nicht mitbekommt, damit er sich nicht wieder in den Schlaf weinen muss. Tja, Floschi, niemand will mit dir spielen. Es ist einfach so. Gut, dass ich dir alles erklären muss in diesem Spiel, weil du nichts checkst. Was? Wo denn das? In welcher Welt denn das bitte sehr? Ha. Als ob. Ha. Ha. So, da sind die Felle schon mal wieder aufge. Oh ja, Schildkrötenpanzer erstmal fertig machen. Zack. Das Fleisch aufhängen. Leckere. Zack. Zack, zack. Ist sonst noch Fleisch dabei? Alter, Nein. die Echse verarscht mich Achso. auch. Ich werde hier komplett von diesen Tieren des Waldes verarscht. Das wundert mich jetzt nicht weiter. Hier ist ein Bogen hinkommen. Wo ist der? Ja, ein bisschen Durst irgendwie. Haben wir denn hier was zu trinken? Haben wir überhaupt schon so einen Ständer aufgestellt für so Für was meinst du? Tabletten, Drinks, etc. pp? Oh, das haben wir noch nicht, Sollten wir vielleicht ne? mal aufstellen. Ja, brauchen wir natürlich Baumstämme, ne? Das ist wieder so Echt? eine Kostet das Aktion. Baumstämme? Es braucht Baumstämme. Oder man braucht Baumstämme, ja. Braut Braustämme. Braucht Baumstämme, ne? So, ein Schildkrötenpanzer noch, dann ist unsere Wasserfarm auch fertig. Fleisch sieht auch ganz gut aus. Unsere Beete, gut, reden wir nicht drüber. Ein bisschen verwaist irgendwie. Ich könnte hier nochmal so ein bisschen von dem anderen Zeug reinbasteln. So. So. Ja,
Gut, jetzt haben wir mal viermal Essen hier. Also ich denke mal, sorry, nahrungsmitteltechnisch sind wir momentan ganz gut aufgestellt. Was für Alles eine weiter mit Scheiße. Sinn. In Ordnung hier schaffen. Gut, das Durchforsten der Höhle ging auf jeden Fall schneller als erwartet. Ja, das Ah, stimmt. okay. Das ist nochmal ein Lager. Da ist das Lager. Wir können natürlich die Map nochmal ein bisschen aufdecken jetzt. Wobei nachts durch die Gegend laufen ist natürlich irgendwie ein bisschen ungut. Wir Wie könnten. viel Zeit haben wir denn noch? Wir hätten noch so knappe 3, 4 Minuten. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss, weil viel mehr Aktionen werden wir jetzt heute nicht mehr hinbekommen. Also meine einzige Idee jetzt so spontan wäre nochmal die Map so ein bisschen erkunden, aber es ist jetzt in 3, 4 Minuten schafft man jetzt auch nicht so viel. Ja, das stimmt. Und ansonsten steht auf jeden Fall für die nächste Episode an, dass wir mal den Krater besuchen und mal schauen, ob wir da eventuell runterkommen irgendwie. Weil von den Höhlen habe ich jetzt aktuell erstmal genug. Die stinken mir gerade ein bisschen. Hätte auch Bock, so ein paar Lager sonst auszuräuchern nochmal. Ja, das könnte man Oder. theoretisch auch mal. Nein, die Hexe ist verdorben! Ich habe das ja gerade hier alles quasi sortiert. Die sind ja alle frisch. Toll. Ja, ich habe eine verdorbene Hexe jetzt gegessen. Wie schmeckt's? Nicht ganz so lecker. Nicht ganz so lecker. Das ist natürlich auch scheiße, dann brauchen wir theoretisch einen Kühlschrank, ne? Sieht das denn jetzt? Ja, das ist richtig. Gut, Kühlschrank gibt es leider nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt wirklich Ende von dieser Folge. Wir haben ein bisschen kartografiert, haben nochmal ein neues Item dazu gewonnen. Wie hieß es jetzt hier? Die Kletteraxt. Ja, wie Danny schon sagte, wir werden mal in den nächsten Folgen versuchen, diesen riesigen Krater zu erforschen. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Falls es euch nicht gefallen hat, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Wenn ihr informiert werden wollt, wann die nächste Folge online geht, aktiviert einfach die Glocke und wir sagen einfach mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen!